Wusstest du, dass du eine automatische Kampfdrohne bauen kannst, die Griox komplett aus der Luft zerfetzt, ohne dass sie eine Chance haben, sich dagegen auch nur irgendwie zu schützen? Holy shit, wurde der demoliert. Hier kommen 30 Fakten zu Tears of the Kingdom, die die meisten Spieler noch nicht kennen. In Schreinen, wo man komplizierte Rätsel lösen muss, um eine Druckfläche zu betätigen, lasst alles liegen, was ihr gerade in der Hand habt und nehmt einfach eine Bombenpflanze. Mit dieser könnt ihr ebenfalls die Fläche aktivieren und euch so durch den Schrein schummeln. Dieses Secret ist einfach unfassbar. Die Unterwelt ist praktisch die Overworld, nur dass sie gespiegelt ist. Unter jedem Schrein befindet sich eine Wurzel mit dem gleichen Namen des Schreins, nur verkehrt rum. Jeder Berg in der Overworld ist in der Unterwelt eine Schlucht. Berge in der Unterwelt sind eine Schlucht in der normalen Welt. Unter jeder Hylia-Statue befindet sich eine Magier-Statue, das perfekte Gegenstück und vieles mehr. Wo wir auch gerade schon dabei sind, ihr habt bestimmt mitbekommen, dass an vielen Stellen, wo in BOTW Leunen waren, jetzt keine mehr sind oder sie mit einem Griok ausgetauscht wurden, oder? Eine neue Methode, um perfekt zu 100%iger Genauigkeit Leunen zu lokalisieren, ist, einfach unter jedem Stall zu gucken. Und ja, hier ist einer. Hier auch, ja, das ist auf jeden Fall wahr. Die Exalfoss-Spucke kann genauso wie alle anderen Attacken reflektiert werden. Ist das einfach? Nein, aber verdammt geil und satisfying. Die Octoroks in dem Lavagebiet des Spiels können eure Waffen nicht nur komplett reparieren, egal wie kaputt sie waren, sondern auch unfassbar doll verbessern mit verschiedensten Modifikatoren. Wenn man es richtig anstellt, kann man damit eine zerstörerische Waffe zum Leben erwecken, die fast 1000 Schaden pro Schlag macht und jeden Boss mit einem Wurf zu Boden schickt, ohne mit der Wimper zu zucken. Es gibt ein vom Spiel unerklärtes Geheimnis über das Master Sword, das jeder Spieler kennen sollte. So wisst ihr bestimmt, dass das Master Sword nur Strahlen verschießen kann, wenn man volle Herzen hat oder das Reckengewand trägt, oder? Natürlich wisst ihr das, denn jeder kennt es. Wusstest du aber auch, dass die Strahlen vom Master Sword unterschiedlich weit fliegen? Je mehr Herzen Link hat, desto weiter fliegen die Strahlen. Nehmt also alle Herzen mit, die ihr bekommen könnt. Dieser Fakt kann einfach nicht wahr sein. Oder etwa doch? Angeblich soll eine Rakete genauso hoch fliegen wie mehrere zusammen. Also dann, Flug! Das war schon mal ziemlich hoch, aber da geht doch noch mehr. Danach machte ich das gleiche nochmal, nur dass ich einen ganzen Batzen voll Raketen ranmachte. Also wenn das nicht höher fliegt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und sieht gut aus, sieht gut aus? Nee. Das geht wirklich nicht weiter. Was für eine Verschwendung an Raketen soll das denn sein? Ich will mein Geld zurück. Wir alle lieben Krabben. Manche finden sie cool, andere haben tolle Kindheitserinnerungen an sie. Und wieder andere gönnen sie sich regelmäßig im Restaurant. RIP an die Brüder. Ich persönlich feiere sie aber einfach nur ungemein, weil sie die stylischsten Tänzer in ganz Hyrule sind. Ja, schwing das Tanzbein, Buddy. Ja, ganz recht. Man kann Krabben beim Tanzen beobachten. Da muss sich eine Tanzgruppe zusammenfinden. Hey Freunde, kommt mit. Als ich das rausgefunden habe, war ich entsetzt. Wenn man diese riesigen Brocken vom Himmel oder die gigantischen Stachelkugeln an seine Waffen fusioniert, werden sie klein. Das macht zwar keinen Sinn, aber was soll's, wir sind hier in einer Fantasiewelt. Wo es bei mir dann aber aufhört, ist das hier. Diese Brücke bei Zeldas Zimmer stürzt einfach ein und fuset man das Teil der Brücke an die Waffe, ist es winzig. Ich laufe jetzt mit einem Stock rum, der einen riesigen Teil einer Steinbrücke vom königlichen Schloss drauf hat und schwinge das Teil mit einem Arm? Nintendo, manchmal ist euch echt nicht mehr zu helfen. Ihr könnt euer Pferd komplett verarschen, ohne dass es das merkt. Nehmt einen Apfel, haltet ihn eurem Pferd unter die Nase und kurz bevor es ihn isst, spammt B, um ihn wegzupacken. Das ist zugegebenerweise extrem gemein, aber unser Pferd scheint es nicht zu merken und uns trotzdem mit Liebe zu überfluten. Ähnlich wie der Hund, der nur isst, wenn der Besitzer was mit dem Essen macht, obwohl sich nichts daran geändert hat. Vergesst nicht, das sehe ich bei viel zu vielen Spielern nicht, dass ihr im Flurry Rush eure Waffe wechseln könnt. Weicht also sicher mit einem Schild und einem Einhänder aus und wenn ihr im Flurry Rush seid, wechselt mit dem Schnellmenü zu eurer stärksten Waffe, die vorher zu riskant gewesen wäre. Ein Einhänder schlägt im Flurry Rush 8-mal zu, Speere 11 und Zweihänder 4-mal. Ein sehr, sehr guter Trick, um noch effizienter zu kämpfen. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie lange ein Ausdauerring hält. Beim Fliegen hält ein Ausdauerring 35 Sekunden, beim Schwimmen 33 Sekunden, beim Sprint, jetzt kommt es, nur 3,3 Sekunden, beim Klettern 38 Sekunden und in der Bullet Time, wenn man mit dem Bogen schießt, hat das gar nicht so wirklich was mit Sekunden zu tun, sondern man kriegt pro Ring immer ungefähr 4 Schüsse raus. Das Besondere an diesem Fakt ist jedoch, dass wenn eure Ausdauer leer ist, sie immer genau 3,21 Sekunden braucht, um sich wieder komplett aufzufüllen. Hierbei ist es völlig egal, wie viele Ausdauerringe ihr habt. Ich fasse es nicht, das ist so cool. Kommen wir zu einem kurzen, aber sehr coolen Wasserfakt. Denn eines meiner Lieblingsshirts in TOTK, das Hummerhemd, hat eine geheime Fähigkeit. So fährt man per Floß nämlich schneller, wenn man dieses Hemd und einen Krogwedel benutzt. Kein Scherz, schaut selbst. Also Freunde, immer genau hingucken,
denken, bevor ihr über etwas urteilt. Hört endlich auf, immer alle Materialien einzeln in die Hand zu nehmen und daraus was zu kochen. Viel zeitsparender und cooler ist es, in das Rezeptbuch zu gehen, sich ein Gericht auszusuchen und dann X zu drücken. Auf diese Weise haltet ihr automatisch alle Materialien in der Hand. Das ist wie selber kochen und ins Restaurant gehen. Ich nehme lieber das fertige Essen. Mini-Gigama-Essen leuchtsam. Nee, wirklich, seht her. Oh, bist du süß. Ich nenne dich Gamli. Nachdem ich euch das gezeigt habe, tut mir das hier jetzt zwar etwas leid, aber für die Wissenschaft. Ich bin halt Dr. Stone-Fan, was soll ich machen? Yep, ganz richtig. Wenn ihr sie tötet, droppen sie den eben gegessenen Leuchtsamen oder was auch immer sie eben gefuttert haben. Jetzt, wo die Wissenschaft vorbei ist, ist es Zeit zu bereuen. Nein, Gamli! Oh, da ist ja noch einer. Bleib stehen, dich nenne ich Harald. Wer Shield surft, der muss diesen Fakt kennen. Im Regen schlittert ihr schneller. Doch das war's noch lange nicht. Diesen Effekt kann man noch verstärken, wenn man ein gefrorenes Fleisch an den Schild fuse. Dann ist man nämlich nochmal schneller. Das, worum es mir aber eigentlich geht, ist diese Funktion hier. Haltet beim Surfen R gedrückt und ihr könnt scharfe Kurven nehmen. Das macht das Lenken viel, viel einfacher. Habt ihr das gemeistert, dann schlittert gigantische Berge runter, macht dabei Stunts und aus dem Stunt könnt ihr mit eurem Parasegel abheben, mit dem Schild unter den Füßen fliegen, wieder landen und weiter schlittern. Freunde, das ist so schnell und satisfying. Probiert das mal aus. Link feiert das auch, oder Link? Unfassbar, aber wahr. Im Sumpf von Ranel war einst auf einer der kleinen Inseln ein Dorf namens Goponga Village zu Hause, das heute zerstört ist und nur noch Ruinen vorweist. Gefallen ist es, wie so vieles, in der großen Verheerung vor der Zeit von BOTW. Das Schockierende kommt aber erst jetzt. In Age of Calamity kann man sehen, dass die Häuser dort Sora-Verzierungen an den Dächern hatten. Das liegt sehr wahrscheinlich an ihrer Nähe zu dem Sora-Gebiet. Man kann also stark davon ausgehen, dass dies ein Fischerdorf war. Nun hocken hier nur noch dreckige Monster. Traurige Geschichte. Färbt man Rüstungen, kann man ihnen einen ganz persönlichen Touch geben, so wie ich damals in einem lustigen Stream hier, wo ich mir meinen persönlichen Homer Simpson Link gebastelt habe. Das sieht einfach aus wie Homer, ohne Witz. Ja, Mann, ist so. Ja. Ich laufe einfach als Homer in BOTW rum. Eine Besonderheit ist hier die Barbarenrüstung, denn die ändert nicht nur ihre Farbe, sondern auch ihr Muster. Wenn ihr einen Ventilator an euren Schild packt und den Schild unter die Füße packt, dann bekommt ihr keinen Aufwind. Naja, gut, vielleicht ist der einfach zu schwach oder Link zu schwer, das kann ich dann verstehen. Doch nimmt man den genau gleichen Ventilator und packt eine Steuerungseinheit drauf, dann fliegt das Ding wie geleckt. Das kann doch nicht wahr sein. In Breath of the Wild hatte Link, wenn er nackt und ihr AFK wart, mit seinen Muckis geflext. In TOTK hingegen zeigt er mehr Interesse für seinen neuen Arm und inspiziert ihn. Die Goronin-Rüstung ist so abgefahren, die schützt euch nicht nur vor Hitze bei der Lava, sondern die tankt auch noch den feurigen Mundgulli von diesem Kerl hier. Ich kann hier einfach stehen und mir ein Steak braten. Geiler Kram. Danke, Buddy. Wir haben uns zwar eben erst getroffen, aber wir profitieren jetzt schon so massiv voneinander. Dann muss das doch auch beim Feuer-Griok funktionieren, oder? Oh, da kommt der Feuerball, der von meiner Rüstung einfach weggesteckt werden wird. Ein Hoch auf die Goro! Von euch kaufe ich nie wieder was. Tragt ihr das Dunkel- oder Evil Spirit-Gewand, dann haben NPCs Angst vor euch. Doch wovor sie noch mehr Angst haben, ist der schlimmste Anblick auf der gesamten Welt. Das hier. Was wollt ihr uns damit sagen, Nintendo? Wenn ihr die Quest mit Tracy und Penn beim Kleeblatt-Kurier beendet habt und mit Tracy redet, verrät sie euch, wo Penn ist. Redet ihr mit ihm, erwähnt er einen legendären Musiker, der einst durch die Länder zog. Eine Anspielung an unseren geliebten Vogel Kashiwa. Wo wir gerade bei Anspielungen und Kashiwa sind, das müsst ihr wirklich, also ihr könnt alles von heute völlig ignorieren, aber das müsst ihr euch angucken, ich fasse es einfach nicht. In Breath of the Wild damals wurde Tears of the Kingdom den Spielern insgeheim schon vorgestellt, aber keiner, absolut keiner hat es mitbekommen. Wie konnten wir das nur übersehen? Wenn ihr in BOTW die Serpent's Jaw Quest gemacht habt, hat euch Kashiwa ein Lied vorgespielt und jetzt müsst ihr wirklich genau hinhören, ansonsten bereut ihr das, ich verspreche es euch, das genauso klingt wie die Titelmusik von Tears of the Kingdom, das erst Jahre später rauskam.
Doch das war's noch nicht. Im offiziellen Artbook von BOTW wurden bereits Sonautürme gezeigt, die dann im Game durch normale Türme ersetzt wurden? Hä? Wie, warte, was soll das denn? Diese Türme sieht man auch in der 2016 E3 Treehouse-Demo. Aber warum haben sie das gemacht? War der Spoiler dann doch zu groß? In eurem Haus habt ihr nur beschränkte Waffenplätze, die vielen Spielern nicht ausreichen. Doch es gibt eine Möglichkeit, all eure Plätze, völlig egal wie viele ihr habt, zu verdoppeln. Fuse dafür einfach immer zwei Waffen, die ihr behalten wollt, aufeinander und wenn ihr eine von ihnen braucht, dann lasst sie beim Mini-Goronen für 20 Rubine trennen. Fertig. Die Boote von Angelstädt sollen aussehen wie Wale? Das kann aber nicht sein, denn das wäre mir schon längst aufgefallen. Ja, tatsächlich ist eine Anspielung da, Schwanzflosse und so, ja doch, das lasse ich gelten. Diesen Fakt liebe ich über alles, weil ich ein Detailfreak bin und da ich weiß, dass ihr das auch seid, schaut mal her. Alle Werfer sind, genau wie die Drachenrüstungen, an ihren jeweiligen Drachen angepasst. Der Flammenwerfer und die Feuerrüstung haben zwei gewaltige Hörner wie Eldra, der Frostwerfer / Frostrüstung haben ein zurückgekämmtes Horn und der Blitzwerfer / die Elektrorüstung haben dieses lange, große Horn, was von der Stirn weg zeigt. Für dieses Detail. Die Bäume beim Donnerplateau sehen vielleicht unnatürlich aus, sind aber tatsächlich an die echten Drachenbäume auf den Kanarischen Inseln angelehnt, wenn ihr mich fragt. Zumindest ist die starke Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen. Ihr könnt mit einem Huhn in euren Händen den Gleiter ersetzen und somit fliegen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, welcher Depp das machen würde. Das weiß ich auch nicht. Man muss schon echt dumm sein, um mit einem Huhn von Kakariko aus durch tausende Gefahren zu fliegen, nur um es stundenlang auf die andere Seite der Map zu tragen, um es dann provokativ vor den Augen von Orni zu grillen und zu essen. Und das auch noch über 7 Mal, weil man so schlecht ist, dass man es beim ersten Mal nicht schafft. Haha, ja, gut. Keine Ahnung, kam mir nur spontan in den Kopf, als ich an dumme Leute gedacht habe. Ich muss das Video nach der Aufnahme ganz schnell runternehmen. Wenn ihr wirklich alles über Tears of the Kingdom wissen und keinen Spaß verpassen wollt, dann ist dieses Video hier nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In Wahrheit gibt es eine hohe dreistellige Anzahl an Fakten, die meisten Spieler noch nicht kennen, aber absolut sehenswert sind. Und genau aus diesem Grund solltet ihr euch dieses Video hier jetzt unbedingt angucken. Denn in diesem Video zeige ich euch 29 weitere Fakten, die noch viel krasser sind als die wir uns eben angeguckt haben. Darunter, warum Hyrule's Berge in Wahrheit winzig klein sind, wie man in TOTK uralte Ruinen aus Skyward Sword sehen kann und vieles mehr. Wer das verpasst, der wird den anderen Spielern ewig hinterher sein. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video.